Stalingrad, Januar 1943. Das Trauma des deutschen Ostfeldzuges. Ein halbes Jahr dauert die Schlacht. Dann ist eine Armee vernichtet und eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Damit bei Ihnen nicht die Vorstellung von diesem Krieg sei, wie etwa von einer Schlacht zweier Helden. Hier der sowjetische Held, da der deutsche. So nicht. Mit dem Sieg über die Stadt Stalins wollte Hitler den Endsieg vorwegnehmen. Mit der Niederlage kündigt sich nun das Ende seines Reiches an. Ich habe die ersten Jahre am Jahrestag von Stalingrad immer über 150.000 deutsche Soldaten sterben im Kessel von Stalingrad. Die Toten auf sowjetischer Seite werden nicht gezählt. Das Leid der Zivilbevölkerung wird bis heute verschwiegen. Warum sind wir dorthin gezogen? Ja. Warum sind wir dorthin gezogen und warum haben wir uns hier also in diesen Krieg begeben? Wolgograd, das ehemalige Stalingrad, der Ort, an dem die berühmteste Schlacht des Zweiten Weltkrieges stattfand. Wieder aufgebaut im Stil der 50er und 60er Jahre. Stalingrad 1942, eine alte Bürger- und Industriestadt und zudem ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit 500.000 Einwohnern. Die Schlacht hat tiefe Spuren hinterlassen, nicht nur im Stadtbild. Auch in den Seelen ihrer Bewohner. Nur 10.000 Zivilisten überleben die Schlacht in der Stadt. Knapp 1.000 von ihnen sind Kinder. Die Erinnerung an den deutschen Angriff, an die Zerstörung ihrer Stadt, hat sich eingebrannt in ihr Gedächtnis. Es war ein Tag wie heute. Warm, still. Wir saßen am Tisch, tranken Tee nach dem Essen. An unserem Tisch, mit der Tischdecke, den Tassen. Ich kann mich noch gut erinnern. Da rief jemand, ein Luftkampf. Wir hatten das schon öfter gesehen. Also gingen wir raus und sahen einen Kampf in der Luft, beobachteten, was dort vor sich ging, wer abgeschossen wurde und wer nicht. Natürlich verstanden wir wenig davon. Danach wurde alles wieder ruhig. Plötzlich war ein Dröhnen zu hören. Wir rannten zur Vordertreppe, genau da, wo die Fenster jetzt sind. Und als wir nach oben schauten, war der Himmel bedeckt mit Flugzeugen. Tag und Nacht liegt die starke Wolga-Festung im Hagel der deutschen Bomben. Heer und Luftwaffe haben starke Kräfte zum Sturm auf Stalingrad angesetzt. Die Luft ist erfüllt vom Dröhnen der Motoren und vom Donner der einschlagenden Bomben und Granaten. Viele Väter und Mütter waren vor der Stadt mit Schanzarbeiten beschäftigt. Sie gruben Schützengräben und ihre Kinder waren zu Hause. Als das Bombardement begann, rannten sie, um ihre Kinder zu retten, direkt in die Bomben hinein. 1600 Einsätze fliegt die deutsche Luftwaffe an diesem Tag. Es ist der 23. August 1942. Die Bomben rissen Menschen in Stücke. Alles lief weg. Alte schleppten sich davon. Viele Familien waren damals kinderreich. 4, 5, 6 Kinder. Mütter verloren ihre Kinder, Kinder verloren ihre Mütter. Es war eine finstere Hölle. Überall nur Geschrei und Hilferufe. Man rief Gott um Rettung an, aber in der Hölle konnte selbst der Herr nicht mehr helfen. In
Die Menschen rannten zur Wolga, um sich zu retten. Gerade waren die Öl- und Benzinspeicher getroffen worden und alles floss zur Wolga runter. Alles war vom Feuer erfasst. Das Öl brannte und die Menschen brannten, selbst die Schiffe, die dort am Ufer lagen. Angst ringsum. Wir waren in Svetli Mir, 18 Kilometer entfernt, und sahen noch das Öl auf dem Wasser. Es brannte. Knapp 40.000 Menschen sterben im Bombenhagel. So viele wie 2,5 Jahre später bei der Zerstörung Dresdens. Drei Bomben fielen hier. Eine traf direkt die Erdhütte mit den Zivilisten und Soldaten. Ein Volltreffer. Nichts blieb übrig. Die zweite Bombe verletzte einen Major, Kommandeur einer Autokolonne, tödlich. Er war der erste Tote, den ich gesehen habe. Das Gesicht zerfetzt, ein mit Blut, Urin und Kot verdreckten Menschen, abgerissene Hände. Dieser Mensch war der erste Tote, den ich sah. Die Entfernung zur brennenden Fabrik war vielleicht 1 Kilometer oder sogar weniger. Das Gesicht spürte die Hitze des Feuers. Die Flammen und der Rauch verdeckten alles. Ganz Stalingrad war bei einem Angriff vollkommen rot. Also das heißt, es brannte alles, ja. So haben die deutschen Flugzeuge da den Angriff gestartet, ja. Die kamen ja dann immer alle im Tiefflug an uns zurück, ja. Und dann manch einer, der machte dann so, wir haben natürlich auch gewinkt, ja. Ganz klar, ne. Haben auch gesagt, wenn das bei uns passiert. Eine Woche dauern die Bombardements. Dann ist Stalingrad nur noch ein Trümmerfeld. Deutschland und die Sowjetunion im zweiten Kriegsjahr. Noch einmal gelingen der Wehrmacht gewaltige Geländegewinne. Die 6. Armee, die nun zum Sturm auf Stalingrad ansetzt, hat den Ruf eines Eliteverbandes. Beinahe ungehindert stoßen 22 Divisionen mit fast 300.000 Mann über die Steppe vor. Wir waren eine sieggewohnte Truppe. Dass wir nicht mehr siegen konnten, das ging ja bei uns gar nicht in den Kopf rein. Das bisschen. Ne? Wir hatten ja keinen Gegner mehr vor uns, ja. Hin und wieder, ne? Und dann vor uns steht mit mal ein Geschütz. Wer ist es? Waffen ist es. Und wir waren 30 Kilometer schon gefahren. Da standen die schon vorne und haben schon Stellungswechsel gemacht nach vorne, weil sie den Russen gejagt haben. Ja. Die andere Seite. Die Rote Armee auf dem ungeordneten Rückzug. Ihr flüchtet und wir müssen bleiben bei den Faschisten. Tun wir euch nicht leid? Was wird aus uns? Das zu hören war bitter und ein schreckliches Gefühl der Erniedrigung. Wieso kann ein so riesengroßes Land wie die Sowjetunion plötzlich einem Angriff nicht widerstehen? Warum müssen wir zurückweichen? Und als ich dann noch dieses Flugzeug sah, das mit dem MG Kinder erschoss, ich lag auf einem Feld im Graben. Das war so brutal, dass ich nur noch dachte, kämpfen muss man, alles tun, um zu siegen. Befehl Nummer 227. Keinen Schritt zurück.
Per Dekret will Stalin den Rückzug seiner Armee stoppen. Wer ohne Befehl auch nur einen Meter zurückweicht, wird sofort erschossen. Moskau? Tschuljanow am Apparat. Guten Tag, Genosse Stalin. In der Stadt absolute Ordnung. Alle Werke arbeiten, abgesehen von den Bombardements, normal. Stoßtrupps, Bürgerwehr und Arbeitermilizen sind in voller Kampfbereitschaft. Ihre Anweisung, Genosse Stalin, gegen Panikmacher und Feiglinge schonungslos vorzugehen, wird erfüllt. Die Stadt Stalingrad wird nicht aufgegeben. Auf Wiedersehen, Genosse Stalin. Josef Vissarionowitsch Stalin hatte gesagt, keinen Schritt zurück. Alle Bewohner Stalingrads haben diese Aufgabe verstanden. Sie haben verschiedene Widerstandstrupps organisiert und so Widerstand aus jeder Wohnung und jeder Straße geleistet. Wir Einwohner wurden auf Stalins Befehl hin nicht evakuiert. Stalin hatte Tschuikow befohlen, ich weiß nicht mehr genau, Befehl Nummer 227. Eine leere Stadt, verteidigt man nicht. Deshalb wurden wir nicht evakuiert. Die Funktionäre des Stadt- und Gebietssowjets und der Partei wussten aber aus den Frontberichten, was kommt. Natürlich haben die ihre Familien frühzeitig in Sicherheit gebracht. Und wir blieben. Stalingrad und Stalin hatten damals eine Riesenautorität. Das Volk stand hinter Stalin. Die Stadt gehörte ja Stalin. Sie trug seinen Namen. Dort hatte er im Bürgerkrieg gekämpft, sie befreit, viel für sie getan. Und dann der Befehl 227. Keinen Schritt zurück. Hinter der Wolga gibt es kein Land für uns. Der Sinn lag darin, als am 19. Juli die Kämpfe begannen, rief er den ersten Sekretär, den Vorsitzenden des Stadtkomitees, Tschuljanow, an und sagte ihm, wir werden Stalingrad nicht aufgeben, niemals. Und zu diesem Wort des höchsten Befehlshabers standen alle Stalingrader und Frontkämpfer ehrenvoll, natürlich mit großen Verlusten. Eine leere Stadt kann nicht verteidigt werden, sagt Stalin und verbietet die Evakuierung der Zivilbevölkerung. Alle Männer und Frauen zwischen 16 und 55 werden in Arbeitskolonnen eingeteilt. Selbst Schulkinder heben vor den Toren der Stadt Panzergräben aus. Vinnitsa, Ukraine, das vorgeschobene Führerhauptquartier. Ein symbolträchtiger Sieg soll vergessen machen, dass es bisher nicht gelungen ist, die Sowjetunion niederzuwerfen. Hitler, der nie wollte, dass seine Soldaten in Straßenkämpfe verwickelt werden, befiehlt, die Stadt zu nehmen. Und dieser Mann soll das Wunder vollbringen. General Friedrich Paulus. Seit kurzem erst ist er der Befehlshaber der 6. Armee. Viele im deutschen Generalstab halten ihn für zu unerfahren für diese schwierige Aufgabe. Die deutsche Armee erreicht die Kosakendörfer am Don. Die leere, leicht hügelige Steppe ist steinhart und bietet die Möglichkeit, schnell voranzukommen. Ein Panzerregiment im Vorrücken auf den östlichen Don. Die Soldaten nehmen sich, was sie brauchen. Der Russlandfeldzug als Vernichtungskrieg. Alle völkerrechtlichen Konventionen sind außer Kraft gesetzt. Wenn ein deutscher Soldat getötet wurde, erschoss man dafür 10 Menschen, 10 Einwohner. Und so hat man auch meine Mutter und uns an die Wand gestellt. Wir begannen zu heulen.
Und nur dank dem Nachbarn, seinen Bitten und weil er erklärte, wir wären alle hier gewesen, bei ihm. Dort, wo es geschah, wohne ja niemand. So schaffte er es, uns zu retten. Ja, so war das damals. Wir sind mit der Bevölkerung immer ganz gut ausgekommen. Es blieb ja den Leuten auch gar nichts anderes übrig. Natürlich haben wir uns da einquartiert, ist klar. Aber dann doch bald nachher eigene Unterkünfte noch gesucht, außerhalb des Dorfes. Natürlich haben die Deutschen der Bevölkerung genommen, was nur möglich war. Hühner, Ferkel, Schweine, ohne Diskussionen weggenommen. Sie nahmen es den Leuten, um sich zu ernähren. Und die Bevölkerung lebte damals unter sehr schweren Bedingungen, war in einer schwierigen Lage. Der Don ist erreicht. In den Augen der Lanzer ist er nur ein Bach, kein Hindernis auf dem Weg nach Stalingrad. Die romantische Flusslandschaft, die Bauernhöfe der Kosaken wecken die Vorfreude auf den Frieden, auf einen eigenen Hof nach dem Endsieg. Kaum einer rechnet noch mit Widerstand. Da war dann auch so ein Steilufer, kam auf und so ein junger Leutnant, der sagte, wo sind denn hier nur die Russen? Und schon hat er ein Ding hier drin gehabt, nicht aus. Also, wenn man sowas sieht, und auch mein Kamerad, der ist auch jämmerlich eingegangen, mit dem ich lange zusammen war, dann wird man vorsichtig. Und dieser Brückenkopf, der wurde innerhalb einer Nacht so vollgefropft mit deutschen Soldaten, dass sie sagen, Mensch, hier ist aber was los, ja? Sodass nächsten Morgen um 5 schon der Angriff Richtung Stalingrad funktionierte. Und rechts von uns war die 16. Panzerdivision, die so oft jetzt erwähnt wurde, ja? Die war als erste und war schon am Mittag, zu Mittag, das sind 60 Kilometer ungefähr, waren schon zu Mittag 8 Kilometer vor der Stadt. Da kamen schon Panzer zurück, die haben Tomaten und sowas gebracht. Können Sie ja nicht, glaubt keiner. Lächeln für das private Fotoalbum. Es werden die letzten idyllischen Kriegserlebnisse sein. Наши летчики сбили Мессера. Unsere Flieger schossen eine Messerschmitt ab und wir nahmen den Piloten im Niemandsland gefangen. So ein gepflegter Mann mit eisernem Kreuz in Uniform. Also, ich hatte an der Hochschule Deutsch gelernt, aber schlecht, sehr schlecht. Unsere Maschinistin im Divisionsstab, Tamara Lempert, war Jüdin. Sie konnte Deutsch. Als sie ins Zimmer trat, in dem der gefangene Pilot war, sagte er, Juden antworte er nicht. Mit anderen Worten, er hat sich zunächst noch so benommen, als ob wir bei ihm in Gefangenschaft wären und nicht er bei uns. Offiziere und Kommissare dürfen nicht gefangen genommen werden, sondern müssen sofort erschossen werden. An den Befehl habe ich mich nicht gehalten. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Und da habe ich einen Leutnant gefangen genommen, aus den Löchern rausgeholt und dann zurückgeschickt. Da haben wir uns nicht mehr um sie gekümmert, nee, weil wir die kämpfende Truppe waren. Und hinter meinem Geschütz, der gepanzerten Selbstfahrerfette, lief ein Unteroffizier von den Grenadieren. Und ich hatte den zurückgeschickt und der feige Hund hat immer hinter meinem Geschütz gestanden.
Und der schießt den in den Rücken und tot. Und glauben Sie mir, ich habe jahrelang den Ruf Mama, Mama im Gedächtnis gehabt. Ne? Der hat in dem Moment, wo er rücklings feige erschossen wurde, hat er Mama, Mama gerufen. Ich kroch auf einen Soldaten zu, der an Beinen und am Arm schwer verwundet war, sich nicht mehr bewegen konnte. Also habe ich ihn in ein Loch gezogen und verbunden. Er fragte mich: Schwesterchen, werde ich leben? Natürlich, mein Schatz. Wirst leben, wirst noch kämpfen, mein Freund. Und noch mehr Fritze abschießen. Entschuldigen Sie. In der Steppe vor Stalingrad spitzen sich die Kämpfe unerwartet zu. So sehr Hitler entschlossen ist, Stalingrad zu nehmen, so sehr ist Stalin entschlossen, ihn daran zu hindern. Da kamen ja die noch mit Pferden und so weiter, so auf, mit Hotehü und so weiter, frontal auf uns zu. Ja, was sollten wir da machen? Die liefen einfach in die Garberin. Und da haben wir dann gesagt, wir schießen einfach bloß in die Beine. So. Und vor allem in die Pferde. Denn ohne Pferde waren die ja machtlos. Und dann haben wir sie laufen lassen. Also dann haben die sich ja sofort zurückgezogen. Und das war wie ein Schlachtfest. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das hat mich so angekotzt. Die Russen hatten sonderbarerweise die Taktik, dass sie mit großen Mengen wellenförmig den Angriff vortun. Das war ja also von humanitären Standpunkt dort scheußlich zu sehen, wie diese ganzen Truppen eben im feindlichen Feuer zusammen waren. Auf sowjetischer Seite mangelt es selbst an Gewehren und an Munition. Na, высоту как раз подходил один танк. Ein Panzer fuhr auf unsere Höhe zu. Ewiges Gedenken dem Gardesergeanten Schumski. Er ließ den Panzer näher herankommen und warf, lachen Sie nicht, unsere Waffen waren damals eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit. Mit dieser Flasche steckte er den Panzer in Brand. Die hatten zum Teil gar keine Gewehre, die mussten die ihren gefallenen Kameraden abnehmen, um sich selber damit zu bewaffnen. Mitte September. Für eine Evakuierung der Zivilbevölkerung ist es schon zu spät. Panzerkampf hart am Stadtrand von Stalingrad. Unsere Truppen erkämpfen sich immer neue Zugänge in die hartnäckig verteidigte Festung. Wir liefen zur Wolga. Ich war dort im Yachtclub. Alle Boote waren aber von jemandem angekettet worden, damit keiner die Wolga überquert. Die friedlichen Einwohner wurden so zu Geiseln. Hitler befahl, die Stadt mitleidslos zu bombardieren. Und Stalin befahl, die Einwohner der Stadt als lebendes Schild zu nutzen. Потом чернёт то время, следующий квартал загорается. Следующий квартал. Ich sah dann, das nächste Viertel ging in Flammen auf. Dann noch eins. Unsere Straße musste die nächste sein. Hier stand unser Haus. Das Viertel dahinter war noch nicht betroffen. Und plötzlich sehe ich, wie zwei deutsche Soldaten auf unserer Seite entlanglaufen und eine Decke mitschleppen. Eine feuchte Decke, sie hinterließ eine Spur. Sie liefen zum Haus gegenüber, schlugen den Fensterrahmen ein und warfen die Decke rein. Danach holte einer ein Feuerzeug heraus und das Haus ging in Flammen auf. Das ganze Viertel brannte. Es sollte sich dann zeigen, dass in unserem Viertel noch unsere Soldaten gewesen waren.
natürlich spielte sich der Krieg jetzt auch mitten innerhalb der bewohnten Bezirke ab. Menschen, die auf der Flucht erschossen, so auf dem Bauch lagen, Mütter, die ihre Kinder halb über mit ihrem Körper begruben, nicht wahr? Oder auch Frauen, die ein sterbendes Kind in der Hand hielten, nicht wahr, umarmen, nicht wahr? Als wir zur Wolga runterliefen, wurde meine Großmutter gefragt. Eigentlich keine Frage. Jemand forderte: Alexandrovna, komm, wir ergeben uns. Wir gehen zu den Deutschen. Meine Großmutter war aber eine willensstarke Frau. Sie sagte: Nein, ich werde hier sterben, auf unserem Boden, mit unseren Soldaten. Über die Wolga wird die Rote Armee mit Nachschub versorgt. Auf dem Rückweg nehmen die Schiffe Verwundete und, wenn möglich, Zivilisten mit. Hier war die Überfahrtsstelle. Ein ziemlich kleiner Lastkahn mit Platz für ein, zwei LKWs. Ein Lastwagen mit Treibstoff war drauf und wir saßen auf dem Tank. Über uns Luftkämpfe, feindliche Flugzeuge, die die Vorderlinie bei Angarski bombardierten. Zum Glück traf keine Bombe unseren Kahn. Uns wurde nur gesagt: Schnell vom Behälter runter und versteckt euch unter dem Wagen. Ihr macht sie nur aufmerksam und wir könnten dadurch den LKW mit Treibstoff verlieren. Um sich zu retten, versuchten manche sogar, die Wolga schwimmend zu überqueren. Mütter packten ihre Kinder mit den Zähnen, sprangen so ins Wasser. Aber da waren schon die Messerschmitt-Flugzeuge. Nur wenige retteten sich. Die Deutschen kamen südlich und nördlich zur Wolga und kontrollierten alles. Die Wolga selbst war vermint. Alle Schiffe mit Kindern und Verwundeten sanken. Josef Stalin ruft seinen wichtigsten Heerführer. Krisensitzung im Kreml. Am 13. September stellt General Zhukov ihm einen Plan vor, mit dem allein es möglich sein könnte, Stalingrad zu verteidigen. Mit einer Zangenbewegung sollen die deutschen Truppen umzingelt werden. Voraussetzung? 2 Monate lang muss Stalingrad gegen die Angreifer gehalten werden. So lange, bis genügend Truppen hinter der Front für die Offensive bereitstehen. Das ist der Mann, der die Verteidigung Stalingrads leiten soll. General Zhukov. Wir werden die Stadt verteidigen oder wir werden bei diesem Versuch sterben. Auf seiner 62. Armee ruht jetzt die Hauptlast des Abwehrkampfes. Zhukov kam zu uns und sagte: Euer Bataillon untersteht ab jetzt mir persönlich. Wir sagten, uns soll es egal sein, unter wessen Kommando wir kämpfen. Darauf er: Nein, ihr sollt nicht einfach kämpfen. Ihr sollt diese Höhe, wir hatten die Karten schon aufgeschlagen, also ihr sollt diese Höhe 102,0 nehmen. Und dort werdet ihr sterben. Niemand von euch wird überleben. Verkauft also euer junges Leben, so teuer ihr nur könnt. Mit moderner Kriegskunst hat das, was nun in Stalingrad geschieht, nichts mehr zu tun. Eine klare Frontlinie gibt es nicht. Überall im Trümmerschutt liegen Minen versteckt. Und der Russe, der war ja auch nicht aufzuhalten. Der hat ja unheimliche Menge Menschenmaterial mitgebracht. Also auf Deutsch, sie konnten ja nicht so viel totschießen, als was an die rankam, ne?
Guerillakrieg in einer zerstörten Stadt. Bei Nacht erobern Schuikow-Soldaten das Terrain zurück, das sie am Tage den Deutschen überlassen mussten. Die Deutschen hassen diesen Krieg. Rattenkrieg, so nennen sie ihn. Der Staub der Ruinen macht die Uniformen unkenntlich. Die Gefahr, aus Versehen die eigenen Leute zu erschießen, ist groß. Wir haben uns bloß gewundert, dass plötzlich hinter uns wir von hinten beschossen wurden. Und da gab es angeblich da Drainagerohre, die in die Wolga gingen. Und dort haben die sich vorgekämpft und plötzlich standen sie hinter uns. Ja, ja, das haben wir. Mir und nicht nur mir, auch den anderen Kindern aus der Barfußgarnison waren diese Wege bekannt. Sogar bis zur Eisenbahn, bis weit nach Orlovka sind wir durchgekrochen. Dort waren Warmwasserleitungen für die Kasernenheizung und Kaltwasserleitungen für Lokomotiven. Die wurden ja aus großen Rohren mit Wasser gefüllt. In diesen Rohren konnte man aufrecht gehen, musste sich nicht bücken. An einigen Stellen brannte sogar Licht in bestimmten Abständen. Alle 100, 200 Meter brannte eine Lampe. Aber an anderen Stellen konnte man dagegen nur mit Mühe durchschlüpfen. Im Häuserkampf von Stalingrad sind schnelle Entschlusskraft und äußerste Härte von entscheidender Bedeutung. Man wusste öfters gar nicht, wer unten und oben war, nicht? Es knallte öfters von allen Ecken, da waren wir oben, wo noch Treppen waren, nicht? Und Fenstern. Nicht? Da waren wir oben und im nächsten Haus, da waren die Russen schon drin. Nicht? Dann ging es dann schon mit Handgranaten nur noch. Nicht? Und das ist ja fürchterlich, wenn Handgranaten in Räume geschmissen werden. Dann, nicht? Ach Gott, wo wir das erste Mal die Stalin-Eule hörten. Da ging uns aber der Hintern. Das kann ich Ihnen sagen. Da hatten wir alle die Hosen so voll, weil wir doch nicht wussten, wann kommt es denn. Sie kam immer näher und wurden immer bedrohlicher für uns. Ja, das war ganz schlimm. Noch immer leben Zivilisten. Frauen und Kinder in der Ruinenstadt. Sie hausen in Erdhöhlen oder in der Kanalisation. Ohne Essen, ohne Trinkwasser. Diese Kinder schmolzen vor unseren Augen. Ihre Mutter hatte sich entschlossen, also es hieß, auf dem Leninplatz, wo das Pavlovhaus steht, wäre ein Gemüselager zerbombt worden. Dort wäre Tomatensaft zu bekommen. Die Mutter kroch also dorthin. Können Sie sich vorstellen, wie viele Kilometer es vom Traktorenwerk sind? Einigen aus unserem Haus gelang es, zurückzukehren, andere nicht. Und jemand sagte, sie wäre umgekommen. Die Kinder verhungerten vor unseren Augen. Zuerst baten sie um Essen, danach riefen sie nur noch Mama, Mama. Baten nicht mehr und riefen nur noch nach der Mutter. Sie starben eins nach dem anderen und wir konnten nicht helfen. Wir hatten ja alle selbst nichts. Unter hohen Verlusten nehmen die deutschen Lanzer der Armee Tschuikows Meter für Meter ab und merken nicht, dass sie dabei immer tiefer in die Falle tappen. Vorher waren Fabrikgelände drin. Das wurde sehr stark verteidigt. Oben war alles zerschossen, nur unten die Betondecke, Erdgeschoss, unten der Keller. Und aus den Kellerlöchern raus, da mussten die erst raus räuchern. Und Flammenpanzer. Bevor nicht alle weg waren, nicht wahr, da ist keiner von rausgegangen. Auch genauso im Hochsilo drin, nicht wahr. Dann konnte man nur mit Artillerie aufstellen und praktisch jedes Fenster musste beschossen werden. Was heißt, wenn der Boy
Also was heißt einen Häuserkampf führen? Stellen Sie sich vor, die Wohnung, die Tür ist zu und schon sind wir alle blind. Sofort nachdem man in ein Zimmer reingestürzt ist, hat man eine Schießscharte zu machen. Das Fenster, den Rahmen raus, damit man schießen und sehen kann. Ist kein Fenster da, mit einer Eisenstange oder dem Spaten drei Steine aus der Wand schlagen. Nur drei oder vier Ziegelsteine. Du schaffst es, das Leben bringt dich dazu. Dann hast du eine so große Schießscharte. Schon kannst du was sehen. Siehst du den Feind, dann schieß. In so einem Silo, da sitzen die Kommissare mit drin. Und wo ein Kommissar war, da wurde bis zum letzten Mann gekämpft. Nur dann, wenn die Kommissare weg waren, dann ergaben sie sich. Ich half einem Verwundeten und merke, das MG schweigt. Die Fritze trieben ihre besoffene Attacke auf unsere Positionen zu. Ich krieche ans MG. Das MG-Handwerk habe ich nämlich noch im Pionierbataillon gelernt. Die Jungs haben mir beigebracht, wie man den Gurt einlegt, den Griff hält und abzieht. Ein Maxim-MG. Ich lege mich also hinter das MG, packe die Griffe. Den zerschossenen Gurt schmeiße ich weg, einen neuen rein, den Griff in die Hände und das Maschinengewehr rattert los. Ich schoss und rief dabei, komm her, Gewürm, kriech nur ran, wer hat dich auf unsere Erde gerufen? Ich bin über Leichen gegangen, selbst zweimal verwundet, ich habe Blut gesehen. Verstehen Sie? Und dieses Blut ist geflossen, weil wir diesen Feind vor uns hatten. Und ich schoss ohne Bedauern. 11. November, Wintereinbruch. Noch immer hält General Tschuikow mit seinen Soldaten zwei kleine Brückenköpfe am westlichen Wolgaufer. Doch der Eisgang auf der Wolga erschwert den Nachschub. Eine Woche kann er noch durchhalten. Das meldet er nach Moskau. Stalin ist nervös, angespannt bis zum Äußersten. Er schläft kaum und lässt sich pausenlos neue Berichte von der Front geben. Schukow erhält freie Hand, Generalvollmacht für die Operation Uran. Nie zuvor hat Stalin einem einzigen Menschen so sehr vertrauen müssen wie ihm. Die gewaltigen Truppenbewegungen bleiben der deutschen Aufklärung nicht verborgen. Und dieser Oberst Niemeyer macht ein sehr besorgtes Gesicht und sagt, hören Sie mal, Bär, kommen Sie mal hin, sehen Sie sich das mal an. Täglich melde ich das nicht nur meinem General Paulus und dem Chef des Stabes, sondern auch zur Heeresgruppe. Keiner glaubt mir das und keiner verwertet es. Nur sehen Sie sich mal an, hier am linken Flügel, da bei Kletskaya, jede Nacht so und so viel mit Scheinwerfer fahrenden Hunderte von Fahrzeugen. Am Tage, hier braut sich eine ganz dicke Geschichte an. Doch es kann nicht sein, was nicht sein darf. Niemand im deutschen Hauptquartier kann sich vorstellen, dass die Sowjetunion überhaupt noch über Reserven verfügt. Die Ergebnisse der Aufklärungsflüge werden ignoriert. Da sah man die Kolonnen, die aus dem Osten heranrückten. Am Abend waren sie an der Wolga. Am nächsten Morgen waren sie weg. Die waren verschwunden. Keiner wusste wohin. Nächsten Tag sind sie wieder geflogen, marschierten wieder die Kolonnen ran. Bespannte Truppen, motorisierte Truppen, Fußtruppen. Rein bis an der Wolga, nachts konnten sie ja nicht fliegen, weil kein Nachtflugzeug. Da,
Nächstes Mal hingeflogen, wieder weg. Wo sind die Russen geblieben? Keiner wusste das. Später, nachdem alles vorüber war, haben wir erfahren, dass der Russe zwei Unterwasserbrücken gebaut hat. Eine nördlich von Stalingrad, eine südlich von Stalingrad und da sind die Truppen rübergebracht worden. Als dann die 115 Geschosswerfereinheiten, die Katjuschas, eintrafen, haben wir gemerkt, die Sache wird sich bessern. Da geht bald eine Offensive los. 19. November 1942. Fünf Uhr früh. Alles ist jetzt bereit für den Angriff. Die sowjetischen Artilleristen beginnen mit dem Laden ihrer Haubitzen. Über 1 Million Rotarmisten stehen bereit. Befehlsausgabe im Quartier von General Jerjomenko. Ich befehle. Die Frontgruppe, die Gruppe der 62. Armee und die Divisionsartillerie führt einen mächtigen Schlag gegen den Feind. Konzentriert mit mehr als 200 Geschützen pro 2 Kilometer Frontlinie. Die Operation Uran beginnt. Eine Schießerei, sowas habe ich noch nie gehört. Diese Laute, dieses Jaulen. Jemand rief, unsere Katjuschas. Mein Gott, unsere Katjuschas, schon hatten wir keine Angst mehr, obwohl wir Angst hatten. Aber das war ja nicht mehr so schrecklich. Es waren ja unsere Katjuschas. Auf der anderen Seite der Front werden die deutschen Lanzer überrascht. Wir hatten einen alten Oberschnäpser, der Frankreich Polen mitgemacht hat, ja. Der kam ja nicht weiter, wurde nicht Stabsjäger, ja nicht. Der hatte immer einen losen Mund gehabt. Und der hatte einen solchen Riecher, wie man das so nennt, nicht? Der sagt, na, passt mal auf, jetzt ist es vorbei. Man sagt, was denn, was ist denn vorbei? Na, jetzt haben sie uns. Die machen uns den Arsch warm. 5 Tage später ist die 6. Armee eingeschlossen. Fast 300.000 Mann, 22 Divisionen, sind im Kessel gefangen.